ihr seid nur Schmutz. Die muss man beobachten und das machen noch viel mehr Leute als ich. Bald werden Köpfe rollen. Ja, das sind alles so Kommentare, die unter unserem Aufruf und unserem ersten Film zum Thema gekommen sind. Wir wollen mit Geimpften reden und werden dafür beleidigt und bedroht. Und die Sache ist, das geht nicht nur uns so. Hier werden auch Kollegen angefeindet, von die jetzt auch mit der Presse hier unterwegs waren. Das ist der zweite Teil der Geschichte. Eigentlich wollten wir wissen, wie geimpfte Menschen diese Zeit gerade erleben. Jetzt ist es ein Film über Menschen, die bedroht werden. Weil uns das wirklich jeder erzählt. Das macht mich ehrlich gesagt auch wütend, total wütend. Bei dieser Politikerin standen Menschen mit Fackeln vor dem Haus. In meinem Fall ist es einfach so, dass ich mich ja schützen lassen kann. Andere können das nicht, wie die Ärztin, die mich impft. Ja, wir haben auch schon Briefe bekommen, dass wir angezeigt werden. Was jetzt kommt, wird hart. Schaut es lieber nicht an, wenn ihr euch psychisch nicht stabil fühlt. Denn es geht auf die Corona-Intensivstation vom Klinikum Stuttgart. Moritz ist 27 Jahre alt und arbeitet hier als Intensivpfleger. Das ist jetzt die Patientenkarte sozusagen, was wir alles haben. Und ihr seht, glaube ich, alles voll mit Covid-19 und ein einziger ohne. Die meisten sind unter 60. Medizinisch gesehen noch jung, sagt Moritz. Wir sind heute eine ganze Schicht dabei. Ist zumindest der Plan. Als wir ankommen, wollen mehrere Pflegerinnen nicht, dass wir hier filmen. Sie werden schon so oft genug von Corona-Leugnern bedroht, sagen sie. Haben keinen Bock mehr darauf. Und das nur, weil sie ihre Arbeit machen. Wir einigen uns und machen jetzt genau das. Wir zeigen ihre Arbeit. So, jetzt ziehen wir uns um. Das heißt für dich, kann ich dir gerne Kappe rausnehmen? Frisur wird leider zerstört heute Abend. Perfekt. Genau. Den. Einfach von vorne sozusagen so reingehen. Schon jetzt sehe ich, wie viel aufwendiger der Arbeitsalltag der Intensivpfleger mit Corona ist. Jedes Mal komplette Schutzkleidung, bevor es in die Station geht. Danke, Assistenzarzt. Dankeschön. Die gute Laune ist dann aber schnell vorbei. Ich schaue in den ersten Raum. Die Patientin hat eine schlimme Vorerkrankung, also in der Lunge Metastasen, am Knochen schon Metastasen. Ah. Und da ist so Bestandsaufnahme, also wie jetzt der Ausblick ist, weil sie auch von der Lunge schon sehr schlecht ist. Sie hat 100% Sauerstoff, wir atmen ja 21% in der Luft. Mehr geht nicht. Das ist vorbei. Schon. Moment, du sagst, bei ihr ist es quasi, ja. die wird es nicht schaffen? Nein, niemals. Nein. Das heißt, was denkst du, wie lange wird die noch hier liegen? Das kommt immer drauf an. Mit den 100% kann man noch immer sehr lange weiterleben, wenn man beatmet, weil das hält den Körper am Leben, der Sauerstoff. Sauerstoff ist einfach das Leben. Wenn man das dann im Einklang mit den Angehörigen, so ist deutsches Recht, das dürfen wir nicht entscheiden, entscheidet, geht das relativ schnell, dass dann das Beatmungsgerät runtergedreht wird. Ausmachen machen wir nie sozusagen. Aber das kann jetzt quasi jeden Tag passieren? Jede Sekunde, ja. Oh Mann. Geht ja gut los. Wir schauen ins Zimmer nebenan. Für diese zwei Patientinnen ist Moritz heute verantwortlich. 54 und 67 Jahre alt. Ich kann das nicht richtig deuten. Ist sie ansprechbar da? Oder? Ihr könnt ruhig mit reinkommen. Also, es ist halt das, was ich gesagt habe, dieser Medikamentencocktail, den man bei einer Corona-Infektion bekommt, ist ja um einiges giftiger für den Körper, der so viele Nebenwirkungen hat. Ja. Und das hat manche Patienten einfach in so eine Phase, so eine Lethargie und so eine Abhängigkeit. Einfach. Es gibt ja so Schmerzmittel, die hochpotent sind, also fast tausendfach so potent wie Morphin, die dann gegeben werden. Und da werden die Patienten einfach abhängig davon. Oh, alles in Ordnung. Ich rede nur mit den Kollegen ein bisschen darüber, okay? Ja. Und leider ist sie halt einfach noch nicht so im Hier und Jetzt, dass wir ihr noch die Hände fixieren müssen, weil sie sich sonst die Beatmungskanüle rausreißen würde. Ach, ja, krass. Schwierig. Also, aber das ist schon gut, das ist auf dem Weg. Das ist ein guter Weg jetzt, ein guter genau. Weg. Ein langer, aber ein guter Weg. Also sie muss auf jeden Fall danach noch in der Reha, dass sie laufen, essen, alles wieder erlernen muss. Ich bin ziemlich überwältigt. Klar, ist eine Intensivstation, da springen nicht alle gut gelaunt rum. Aber ey,
Überall liegen Körper, an Maschinen angeschlossen, sehen kaum noch aus wie Menschen. Wenn man hier landet, dann gibt man seine Würde ab. Das sagen mir mehrere Pflegekräfte während der Schicht heute. Aber ich erlebe auch, dass das nicht immer stimmt. Moritz kümmert sich, auch wenn die Chancen schlecht stehen, wie bei der zweiten Patientin im Raum. So, Frau B***, hallo, Moritz ist mein Name. Ich bin heute Mittag für Sie da, okay? Ich höre einmal auf die Lunge. Jetzt schaue ich einmal in die Augen. Achtung, Auge geht auf. Super. Anderes Auge geht auf. Okay. Dann fasse ich einmal geschwind an die Hände und an die Beine. Da gucke ich jetzt einfach, ob alles gut durchblutet ist, weil eine Corona-Infektion löst auch gerne so Blutgerinnsel aus, die dann auch die Gefäße verstopfen. Und dann ist halt diese Gefahr groß, dass sich irgendwo was zu verschließt. Weiter zum nächsten Raum. Das ist echt scheiße bei ihr. Ja? Ja. Also sie ist 40. Mhm. Zwei kleine Kinder. Zwillinge, 10 Jahre alt, die haben bitter geweint, weil bei uns, wir haben extra Tablets bekommen, jeder FaceTimet nochmal mit seinen Angehörigen, ja, bevor wir eben intubieren. Und die haben halt einfach so geweint gestern Abend. Das war gestern Abend intubiert? Hölle. Also. Und also ich schließe daraus, die Prognose ist nicht gut? Ja, sie ist halt schon auch vorher geschädigt, hatte schon mal eine Influenza-Pneumonie, also eine Lungenentzündung mit Influenza. Und das muss man von Tag zu Tag schauen. Moritz sagt, etwa 80% der Behandelten sind ungeimpft. Und unter den geimpften Infizierten sind viele mit Vorerkrankungen oder ohne Booster. Auch die Frau gegenüber ist zweifach geimpft, sagt Moritz. Sie ist übergewichtig, so wie viele hier. Und schon über 80. Moritz sagt, sie wird bald sterben. Wie oft passiert es, dass hier auf der Station jemand stirbt? Ja, also ich kann pro Woche, würde ich schon hochgerechnet 2, 3 auf jeden Fall sagen. Ich meine, wenn man einmal einen Menschen in einen Leichensack verpackt hat, macht es was mit einem. Also, ja. Ich kann mich noch an alle Gesichter erinnern, die ich da reingepackt habe. Kannst du sie noch zählen? Nee. Okay. Mal mehr oder mal, also nee, kann ich wirklich nicht. Das ist dann schon zu viel. Hm. Oh je. Knapp 2 Stunden Schicht vorbei. Alle meinen, das heute ist ein ganz ruhiger Tag. Aber ich bin schon richtig durch. Klingt so makaber. Ich habe gerade versucht, Inventur zu machen, bei wie vielen Leuten das hier nicht gut aussieht. Also wir hatten eine... 1, 2, 3, 4. Ich war auch bei 4 von wie vielen Leuten? 4 von 8. Hälfte. Ja. Ist das eine gute oder eine schlechte Quote? Standard. Standardquote? Ja. Ist toll. Ja. Leider. Ja, klar. Wir machen eine kurze Pause. Ich sage Moritz, wie beeindruckt ich bin von seiner Arbeit. Er erzählt mir, wie schön dieser Beruf sein kann. Wie sehr er sich darüber freut, wenn die Behandelten Fortschritte machen, sich langsam zurück ins Leben kämpfen. Mit Corona ist seine Arbeit anstrengender geworden. Das frustriert auch wirklich. Deshalb ist auch so ein Frust unter den ganzen Kollegen. Man ist sehr dünnhäutig geworden, was irgendwie... Man fährt schneller aus der Haut, also ob es jetzt hier ist oder im privaten Umfeld, das ist so ein großes. Ja. Was ich ganz schlimm finde auf der Station, wir dürfen keine Fenster aufmachen. Können wir nicht. Und ich finde so für mich, wenn jemand gestorben ist, müssen wir ein Fenster aufmachen. Das habe ich immer auf meiner alten Station gemacht. Das war so ein kleiner Ritual einfach, dass wir dann die Seele sozusagen aus dem Zimmer rausgehen lassen können. Und wir hatten dann, als die Welle vorbei war, mal alle Fenster offen, aber jetzt ist es natürlich wieder so schwierig, ich finde. Ja. Die Fenster müssen zubleiben, weil auf der Station Unterdruck herrscht. So werden die Viren rausgefiltert. Fühlst du dich gesehen? Von wem gesehen? Von der Gesellschaft? Nee.
Hier werden auch Kollegen angefeindet, von, die jetzt auch mit der Presse hier unterwegs waren. Die Stimme wird immer lauter sein und deshalb fühlen wir uns eigentlich auch nicht gesehen. Das ist so. Ich wüsste nicht, wer von der Gesellschaft... Die wissen natürlich, dass die Pflege arbeitet in dem Beruf, aber welche Belastungen es wirklich sind, kann man sich, glaube ich, einfach nicht vorstellen. Moritz erzählt mir auch, dass ihn manchmal sogar Patientinnen selbst anfeinden. Die dann auch teilweise, während wir sie behandeln und wirklich unser Bestes tun, alles in Frage stellen, was wir machen. Und da ist es halt natürlich auch mental schwierig, auch professionell zu bleiben natürlich. Also während nebendran die Patientin stirbt zum Beispiel und dann wirst du auf der anderen Seite von den Patientinnen beleidigt, ob was du hier eigentlich machst und dass das überhaupt nicht alles stimmt und ja. Nach der Pause. Ich erlebe, wie viel Arbeit schon eine einzelne Patientin erfordert. Sie muss in die Bauchlage, so kann sich die Lunge besser ausdehnen. Dafür braucht es 3 Personen. Dauert über 20 Minuten und das mehrmals am Tag. 1, 2, 3. Die andere Patientin sitzt in einem Spezialstuhl, damit ihr Körper nicht nur liegt, sich besser erholen kann. Moritz sagt, während der Corona-Welle im letzten Winter lagen 6 Menschen in diesem Raum. 3-mal so viele. Da wurde nicht mehr gepflegt, sagt Moritz. Dafür war keine Zeit. Da ging es nur noch ums Überleben. Genau, die 2 Sachen. Ja, danke schön. So, und jetzt kannst du geschwind, ich tue die Füße hoch und du schiebst einfach die Decke drunter. So hier? Einfach hier rein, genau. So. Top. Nochmal eine kurze Pause. Intensivpflegerin Gisela sagt, vor einem Jahr, das war wie im Krieg. Also wenn du das schon seit 32 Jahren hier machst, hast du sowas in der Art schon mal erlebt? Noch nie. Also es gab noch nie eine Grippewelle mit so viel. Also wir haben noch nie eine Station voll gehabt mit einem Krankheitsbild. Das gab es noch nie. Das ist einfach komplettes Neuland. Das erzählen mir auch Ärztinnen und Pfleger aus anderen Krankenhäusern. Und dass die Leute auf den Intensivstationen in dieser Welle jünger sind als vorher. Sie halten länger durch, bis sie rauskommen oder sterben. Bedeutet hart gesagt, die Betten sind länger belegt. Nach über 7 Stunden ist die Schicht fast vorbei. Also die eine Frau, bei der wir vorhin drin waren, die liegt jetzt im Sterben, das wird nicht mehr lange gehen. Und bei dem Zimmer ist jetzt die Tochter, verabschiedet sich. Ja, gleichzeitig ist es irgendwie absurd, weil hier überall arbeiten alle weiter, alles läuft wie normal und hier drüben stirbt gerade ein Mensch. Ich habe langsam das Gefühl, ich bin auch einfach also überlastet oder fast emotional abgestumpft, weil das so viel ist. Also hier ist halt einfach alles auf eine Art tragisch. Ja. Eigentlich will ich für diesen Film auch mit dem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprechen. Dann passiert Anfang Dezember das. Impfgegner sollen einen Mordanschlag auf den sächsischen Ministerpräsidenten geplant haben. Und wie in diesem Video zu sehen ist, marschieren Corona-Gegner mit Fackeln sogar direkt vor das Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping. Mit ihr bin ich zum Gespräch verabredet. Guten Morgen! Können Sie mich gut hören? Jetzt. Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Können Sie mich jetzt auch hören? Ich kann Sie wunderbar hören. Petra Köpping sagt, dass sie alarmiert ist, als sie die Fackeln vor ihrem Haus sieht. Sie ruft sofort die Polizei. Köpping sagt aber auch, dass sie als Politikerin häufiger Konfrontationen erfährt.
Ich erzähle ihr, was ich in den letzten Wochen erlebt habe. Ich habe gemerkt, ich war mich boostern lassen. Die Ärztin hat gesagt, wir machen das nicht öffentlich, weil bei uns stehen die Leute vor der Tür dann und bedrohen uns. Ich war auf der Covid-Intensivstation. Die Pflegerinnen haben gesagt, wir werden bedroht. Wir machen hier unseren Job und dann werden wir noch bedroht. Und das macht mich tatsächlich fast am wütendsten. Das haben Sie ja selbst nun auch erfahren. Wie geht es Ihnen damit? Ja, also das ist wirklich eine ganz schwierige Situation für alle, die das betrifft. Und ich sag mal, in meinem Fall ist es einfach so, dass ich mich ja schützen lassen kann und so weiter und so fort. Das habe ich eben nicht für jede Arztpraxis. Das macht mich ehrlich gesagt auch wütend, total wütend. Weil das die Leute sind, die uns im Moment das gesamte System ja ein Stück weit am Leben erhalten. Was machen wir denn, wenn alle sich in Quarantäne befinden? Ich sag ihr, dass in meinem Freundeskreis viele enttäuscht sind von der Politik. Heute dies, morgen das, ohne die Pandemie in den Griff zu kriegen. Gibt es Sachen in den letzten 2 Jahren, wo Sie sagen, im Nachhinein, ich hätte die gern anders gemacht? Naja, Fehler gibt es natürlich viele, die wir gemacht haben. Das fängt damit an, dass wir immer ausgeschlossen haben, dass es eine Impfpflicht gibt. Jetzt bin ich auch gerade wieder unsicher, ob es die geben sollte, wenn wir gar nicht wissen, wie die Impfstoffe wirken, ob es eine 4., eine 5., keine Ahnung, 6. Boosterung geben muss. Also es sind so unsichere Dinge und deswegen muss man an der Stelle auch die Politiker ein Stück weit verstehen. Haben Sie dann ein bisschen auch das Gefühl, Sie können gar keine richtigen, komplett richtigen Entscheidungen treffen? Dass egal, was Sie politisch entscheiden, falsch ist es für irgendwen immer? Ja, gerade jetzt in der Zeit der Geimpften und der Ungeimpften, es wird immer eine Seite geben, die sagt, das machen die falsch. Also es kann gar nicht sein. Ich sage es manchmal so ein bisschen plakativ, ich kann es im Moment nur falsch oder falsch machen. Köpping sagt, noch viel schwieriger ist, dass sie viele Leute gar nicht mehr erreicht. Wenn ich denen manchmal auf Facebook schreibe, was ich auch manchmal nachts mache irgendwann, und sage, das haben wir ihnen doch erklärt, oder schauen Sie sich gerade mal den Bericht im ARD, ZDF oder NDA an, da sagen die mir glatt weg, gucke ich nicht den Kram, mache ich nicht. Und die kann ich nicht erreichen, wie denn? Das überrascht mich, dass sie Leute selbst auf Facebook und Telegram anschreibt. Aber vielleicht genau richtig. Denn dort sind auch die Mordpläne gegen den sächsischen Ministerpräsidenten entstanden. Und das sehe ich immer, wenn ich mich dann wirklich mal hinsetze und dort die Diskussion führe, dann lässt das immer so ein Stück nach. Da hält jemand gegen. Aber wenn ich das nicht mache, dann hält niemand gegen. Und dann bildet sich dort eine Blase. Und das ist ein Punkt, wo ich eine große Schwachstelle und auch einen Fehler sehe, den wir nicht bewältigt haben und auch zurzeit noch nicht bewältigen. Das merken wir beim Y-Kollektiv auch. Darum lasst uns doch miteinander reden. Gerne hier in den Kommentaren. Gerne vernünftig. Oh, und lasst so einen Scheiß wie Menschen bedrohen. Wirklich. Wenn ihr noch mehr über das deutsche Pflegesystem wissen wollt, schaut bei unseren Kolleginnen von Ultraviolet Stories vorbei. Sie zeigen, unter welchen schwierigen Bedingungen ausländische Pflegekräfte bei uns arbeiten.